Die staatliche Symbolik des Oronischen Reiches dreht sich beinahe wie besessen um das Bild der Dornrose, die als Symbol der Götzin Belkule gilt. Daneben hat die Moguli den blutroten Feuerskorpion auf Schwarz als ihr eigenes Symbol erwählt, das sie nur ihren ergebensten Vorkämpfern verleiht, nämlich ihrer verfluchten Elitegarde, den Rotmänteln und ihrem geheimen Meuchlerorden. Ebenso hat sie die Anfertigung eines Thrones angeordnet, dessen gepolsterte Sitzflächen dem Leib des Skorpions entspricht, während sich der große Schwanz hoch über die Throne der Herrscherin erhebt, Taralisin von Borbra. Abelmir, du sitzt gemeinsam mit dem stattlichen Raphim neben dir in einer Tarnidentität und verharrt der Dinge, verharrt der Zeit. Heute Abend soll das Fest stattfinden. Serpentilio wurde wohl eingeladen. Die Zeit schreitet voran und irgendwann soll es wohl soweit sein, der vereinbarte Zeitpunkt. Diese Stadt wird nicht schöner, Raphim, was? Naja, also viel schlimmer als der, so ganz nicht werden, würde ich behaupten. Man sollte doch meinen, dass seit unserem letzten Besuch hier sich etwas geändert hat, dass die Stadt etwas aufgehübscht wurde, aber nein, das gleiche Dreckslauf wie vorher. Naja, mich wundert das mit den Tempeln allerdings schon. Da ist gefühlt gar nichts passiert. Ist dir also auch schon aufgefallen? Ja, hier liegt irgendetwas im Argen, fürchte ich. Naja, ich traue auch noch nicht so ganz unserer Einladung, aber naja, was will man tun? Ich fürchte, das ist unsere einzige Möglichkeit, in den Palast zu gelangen. Es sei denn, wir wollen nachts die Zinnen hochklettern, was ich nicht vorhatte. Naja, ich befürchte, das bekommen wir auch gar nicht hin. Ich frage mich, wann endlich diese verdammte Sonnenscheibe untergeht. Dieses Getränk ist wirklich widerlich. Wie kann man so etwas trinken? Naja, ich meine, es ist keine Pisse. Na, ist aber kurz davor. Ja, das ist der feine Gaumen nicht mehr gewöhnt, ne? Ja. Ach, wie vermisse ich Kuslik. Habt ihr denn sonst schon mal was von diesem Palast gehört? Ich war noch nie da. Nun, damals waren wir dort, aber nun ja, es war mehr eine Stiebvisite, könnte man sagen. Mit, nun ja, den Ausgang kennt ihr ja. Naja. Vertreibt sich Serpentier schon wieder rum, was treibt der nur? Naja, mit Sicherheit nichts Produktives. Vielleicht sollten wir nach den anderen mal schauen. Naja, wir haben ja leider Gottes nichts Besseres zu tun. Nun, dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal Boltak suchen. Vielleicht finden wir ihn irgendwo. Ja, kommt. Gut, so könnt ihr aufbrechen von Felakant, die Hauptstraße entlang und dann wieder einmal an dem großen Fex-Tempel vorbei, beziehungsweise dem Mondsilbin und Kotor, wieder am Raya-Tempel vorbei, bis ihr dann vor dem großen Gebäude steht, was doch neu verpflastert ist. Elborum hat sich doch dann etwas gewandelt, das fällt euch immer wieder auf, aber eben nicht in den bäuerlichen Vierteln, das hattet ihr eben schon einmal klargestellt, nur eben in dem Hafengebiet dort, wo eben auch der Adel von Elborum verkehrt und eben an den Hauptstädten entlang. Dort ist natürlich dann noch die weiße Stadt ihres Namens berüchtigt und mit einem merkwürdigen Blick auf das Gebäude vor dir kannst du es wieder erkennen als das, was du damals mit Boltax angezündet hattest. Was dir den Titel eines Brandbringers gegeben hatte, ein Waisenhaus, auch wenn es eine Goldspielhöhle von Tasfarelel war. Ihr könnt dann eintreten, fragt euch ein bisschen durch und werdet dann erst einmal warten gelassen in irgend so einem Studierzimmer oder Kaminzimmer, wo es dann auch einen Kamin gibt, der brennt zu dieser Jahreszeit dann aber auch nicht, sondern vielmehr wirst du dann hier auf einem kleinen Sitzsack Platz nehmen können, eine Wasserpfeife, die dir gereicht wird. Und dann klopft es erneut an der Tür von Boltax. Ja, herein. Verzeiht. Kannst sehen, wie die Tür geht einmal runter, aber es ist wohl abgeschlossen. Nun, was ist los? Wir haben unten Gäste für euch, mein Herr. Effendi. Gäste?
Sagt mir mehr, wie sehen sie aus? Was sind das für welche? Söldner. Der eine von ihr ist da ein Riese. Ja, sehr gut, sehr gut. Die habe ich erwartet. Das sind gute Untergebene. Schickt sie doch bitte herauf. Jawohl. Dann kannst du auch wieder hören, wie sich die Schotter hinter der Tür dann verabschieden. Und ja, so taucht der Diener dann tatsächlich auch unten bei euch auf. Habt dann gerade vielleicht den ersten Zug von der Wasserpfeife genommen. Und er erlaubt euch dann auch, dass ihr nach oben gehen dürft. Wenn ihr mögt, Fendis, folgt mir bitte. Ihr seid wohl angekündigt. Ja, schön hier. Bisschen protzig. Aber okay. Dalak? Ja, und so führt euch der Diener dann gemeinsam nach oben. Ja, Hassan ist bei euch und Zulamin selbstverständlich auch. Und gerade als ihr dann die Zimmerklinke betätigen wollt, könnt ihr wohl sehen, wie Diamantis blutverdreckt, beschmiert, Eiter oder Gehirnmasse, die sich wohl irgendwie auf seiner Kleidung niedergelassen und eingetrocknet ist, humpelt er euch dann wohl von der anderen Seite des Hotelflurs entgegen. Da seid ihr ja. Ich hätte euch gerne früher gesehen, aber Diamantis hält seinen Arm etwas abstehend. Und dort kann man eine Wunde erkennen, wo wohl irgendeine Waffe oder irgendein Horn, zumindest scheint das nicht nach einer Klinge gewesen zu sein, durch die Armschienen durchgeschlagen haben. Was ist dir denn zugestoßen? Naja, warst du wieder am Zug spielen, ne? Naja. Ich hab das Geld und die Ware. Was für eine Ware? Die Serpentilie wollte, aber nicht hier. Lass uns reingehen. Ja, Hippolyta kommt dann wohl auch so ein bisschen schlendert den Hotelflur entlang. Er musste sich mit den Ziegenmenschen anlegen. Na, die Ziegenmenschen mussten sich mit mir anlegen. Und wie hat das für sie geendet? Naja, du hast sie umarmt und es war schon ganz schön peinlich. Ihr solltet am besten eine Dusche nehmen. Ich dachte, wir haben gesagt, darüber reden wir nicht. Nein, ich sagte, ich kann es kaum erwarten, bis ich das Rafim erzähle. Oh, erzählt mir mehr. Ja, ich suche mir hier irgendwo einen Wassertrog. Die Geschichte kann ich erst nach 22 Uhr erzählen. Naja gut. Ich würde mal an Boltags Tür klopfen. Hey, jetzt mal endlich auf, ist kalt hier im Flur. Moment, warte. Ja. Die Tür öffnet sich ein Stück. Oh, ja, da seid ihr ja. Ihr habt ganz schön lang gebraucht. Und rein. Hast du endlich ausgeschlafen? Ja, das war sehr angenehm. Ich habe sogar noch ein leckeres Mahl bekommen. Dann habe ich mit Serpentilio noch Steine schnipsen gespielt. Jetzt hat er Kopfschmerzen, weil ich zu viele Steine an seinen Kopf geschnipst habe. Er versteht das Spiel einfach nicht. Ja, na gut. Aber wir waren erfolgreich. Ja, so. Es war sehr erfolgreich. Ich habe 3-mal gewonnen. Nein, ich sagte, wir waren erfolgreich. Ach so, das ist schön. Möchtet ihr etwas trinken? Aber mir ein Fässchen bringen lassen. Naja, ich möchte ehrlich gesagt mehr über dieses Spiel wissen. Es ist eigentlich ein sehr einfaches Spiel. Wir haben einen Stein und man schnipst ihm jemanden an den Kopf. Ja. Und das ist das Spiel. Deshalb heißt es Steine schnipsen. Oh. Kommt bestimmt von Zwergen, so blieb es ist. Oh ja. Es ist ein sehr beliebtes Kindheitsspiel. Ich habe es lange nicht mehr gespielt und ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Serpentilio hat etwas zu spielen vorgeschlagen und hat irgendwelche Karten hervorgezogen, aber ich bin nicht so gut in diesen Kartenspielen und nein. Dann habe ich Steinestipsen vorgeschlagen. Er hat eingewilligt und jetzt. Ja, das ist ja super interessant. Wann wollen wir denn los? Also die Einladung war von diesem Ferkiner, war das, oder? Faruk Ibn Fanruk hieß er, glaube ich. Ja, scheinbar so ein ganz komischer Gesell, den ihr hier wohl getroffen habt. Meldet er sich bei uns oder sitzt er unten? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, ich hab nicht aufgepasst.
Ich glaube, Leila hat es ausgemacht. Nein, Serpentilio war das. Der schläft. Tja, dann lassen wir ihn schlafen. Ich gehe mal unten und schau mal, ob ich dann diesen Faruk finde. Ja, sehr gute Idee. Schau auch mal, ob du einen Stein findest. Nein. Ich hab noch einen, keine Sorge. Ja, aber meine Hand ist ja viel größer. Ich brauche ja einen größeren Stein. Das ist ein legitimer Punkt. Ja. Enrique, vielleicht soll ich dich beeilen. Ja, ich bin schon unterwegs. Jetzt erzählt mir doch erstmal, was ihr gemacht habt. Och, ich habe mir die Stadt ein bisschen angeschaut. Ja. Hat sich irgendwas verändert oder ist es das gleiche Drecksloch wie vor, naja, 5-6 Monaten? Ja, wir haben uns umgehört, als Sulamin sagte, ey Leila, wie auch immer, wir sind ja unter uns. Sulamin sagte, wir hatten mit diesen Zwergen geredet in diesem Park und anscheinend der Raya-Tempel wird nicht fertiggestellt, weil die Gelder fehlen. Sehr merkwürdig, nicht wahr? Das ist wirklich merkwürdig. Ich habe ja auch mit den Zwergen damals geredet und eigentlich waren sie frohen Mutes. Merkwürdig, dass das ins Stocken gekommen ist. Naja, sie kriegen kein Geld, deswegen arbeiten sie nicht weiter. Naja, das kann ich verstehen. Nun, ich hoffe, Enrique kommt bald wieder zurück mit den Eintrittskarten. Ich weiß nicht, ob wir diesen Söldnern trauen können. Den Ferkinas, halb Wilder. Ja, ich kann ihnen in die Gedanken gucken. Ich kann es anbieten. Naja, ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Jetzt gehen wir halt hin. Muss ich mich da irgendwie anders anziehen? Ich habe noch das Konventsgewand dabei. Also meine Aufmachung, die ich mir in Kunchom gekauft habe. Ihr solltet an eure Tarn-Identität denken. Als was seid ihr denn angereist? Als Schriftsteller. Nun, dann würde so ein Konventgewand wohl nicht passen, oder? Das ist richtig. Wenn ihr wollt, können wir sicherlich auch etwas anderes tun. Ich weiß nicht, ob ihr... Die Feste finden täglich statt, so wie Faruk das wohl sagte. Ja, das ist wohl richtig. Wenn ihr also heute aussetzen wollt, etwas anderes vorhabt... Ganz wie ihr mögt. Aber ich will so schnell wie möglich aus dieser verdammten Stadt weg. Wir haben einen engen Zeitplan. Wir müssen in einigen Monaten in Zillem sein. Und ich würde diese Aufgabe ungern unerledigt hinter mir lassen. Und ist das die einzige Spur, der wir folgen? Nun ja, wie es aussieht, ja. Dieser Tetraeder, den bekommen wir nur, wenn wir den siebten Schleier haben. Dann gehen wir da rein und holen den Schleier. Es kann doch nicht so schwer sein. Nun, ich vermute, er wird nicht einfach irgendwo rumliegen. Naja, was haben wir denn sonst noch so erfahren? Also irgendwo streuen noch diese Magierjäger hier rum, aber das hilft uns nicht. Nö, mir fällt auch nichts anderes ein. Dann lass uns auf das Fest gehen. Ich habe lange nicht mehr gefeiert. Das letzte Mal nach der Opernpremiere. Habe mir erinnert euch. Ja, ich fürchte, dies ist eine andere Art von Veranstaltung. Hier geht es wahrscheinlich mehr um Drogen und Orgien. Oh, das klingt ja sympathisch. Orgien. Ja, für einen Alanfana bestimmt, für einen Horasia weniger. Ich hoffe, man kriegt dort ein vernünftiges Bier. Nun ja, ich weiß nicht, ob man etwas trinken wird, was einem dort angeboten wird. Guter Hinweis, ich nehme mein Fässchen selbst mit. Naja, das empfiehlt sich ja grundsätzlich. Ja, wenn man eingeladen ist, sollte man immer etwas zu trinken mitbringen. Jojo, nicht, dass die nicht genug da haben. Richtig. Ich bin nicht sicher, was uns in dem Palast erwartet. Anscheinend ist dieser... Trakt verhehlt durch einen Zauber. Habt ihr eine Möglichkeit, diese Verhehlung aufzulösen?
Boltax? Ich bin ein Zwerg, auf mich wirkt sowas nicht. das werden wir sehen. Eure großspurige Ausfertigung, das werden wir überprüfen, fürchte ich. Nun, zumindest wenn es auf den Geist wirkt, ist es wirklich schwieriger, auf mich einzuwirken. Aber wenn es Magie ist, müssten wir das Ganze doch mit einem Odem erkennen können, oder? Nun ja, eine Illusion ist eine Illusion. Und wenn sie hervorragend gearbeitet ist, dann erkennt man sie nicht als Illusion und man kann dementsprechend keine Magie, kein Helllichtzauber auf sie wirken. Versteht? Ich verstehe. Aber wenn man eine Illusion einer Illusion entgegensetzt. Hä? Und was passiert dann? Das müsst ihr ausführen. Was meint ihr damit? Nun, stellt euch einmal. Also ich weiß nicht, welche Beschaffenheit dieser Zauber haben kann, der etwas verhehlt. Ich kenne nur das, was Isarun einmal auf uns gezaubert hat. Ihr erinnert euch, dieser Schleier. Und wenn man nun eine meisterhaft gefertigte Illusion mit einer anderen konkurrieren lässt, welche setzt sich durch? Nun, ich fürchte, es ist etwas komplizierter. Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Illusion und, nun ja, Beherrschung. Nun, Beherrschung ist kein Problem. Das wird mich nicht beeinflussen können. Das wäre ja noch schöner. Hört sich alles sehr kompliziert an. Aber glücklicherweise haben wir euch, die sich den Kopf darum zerbrechen. Diamantis oder Sulman kommt wieder aus der kleinen Badestube heraus, bis auf den Unterleib entkleidet, einige frische Handtücher über die Schulter geworfen und eine Schale voll Wasser vor sich tragend. Abelmir, es gibt noch eine Möglichkeit. Oh, Diamantis, was hast du denn gemacht? Sieht ja ganz schön fertig aus. Ja, diese verdammten Viecher hatten Hörner. Und Krallen. Scheiße, waren die Krallen lang. Ich wollte mir eigentlich noch einige davon mitnehmen, aber dann haben wir schon in der nächsten Gasse irgendein Tumult gehört. Und so wie ich aussehe, kann ich mich dir nicht wieder entgegenstellen. Also sind wir abgehauen. Boltax, du verstehst dich doch ein wenig auf Heilkunde, oder? Selbstverständlich. Wenn ihr Sorgen habt, könnt ihr immer zu mir kommen. Ich bin auch wieder da. Ja, ich glaube, das muss genäht werden oder ausgebrannt, was auch immer schneller geht. Ich halte mal meinen Oberarm hin, wo eine klaffende Wunde zu sehen ist. Also, wenn es euch interessiert, der Verkina ist schon los, aber er hat uns Einladungen besorgt. 6 Stück waren angemeldet und das sind jetzt hier die Einladungen. Damit kommen wir am Tor vorbei und in den Faunpalast. Wollt ihr euch die angucken oder soll ich sie vorlesen? Oder? Ausgezeichnet, ja, lest sie einmal vor. Also, es ist natürlich auf Dolamidir geschrieben. Ehrenwerter Sahibs, euer Ruhm eilt euch voraus und eure Ankunft in der Stadt ist nicht unbemerkt geblieben. Wie auch Person eures Formats strahlt ein Licht aus, das bis zum Horizont reicht und Unwürdige blendet. Im Namen, möchte ich zu euch im Fest Faunpalast einladen, das heute Abend ab Sonnenuntergang stattfindet. Ich möchte zudem die Gelegenheit nutzen, ein paar vertrauensvolle Worte mit euch zu wechseln. Es geht um eine ernste Angelegenheit von staatstragender Bedeutung. Gezeichnet Palastvisierer Dalila Sabah Emisa. Das sind wohl diese Standardeinladungen. Das klingt nicht wie eine Standardeinladung. Tja, also die sind alle gleich. Da ist jetzt nichts an Serpentilio oder so noch... Also, hier. Nun gut, aber warum will sie uns mit uns vertraulich sprechen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer diese Palastvisierer ist. Ich glaube, das ist einfach nur eine Tarnung. Und die Orgien oder Drogenmissbrauch, was da drin ist, falls so eine Einladung öffentlich wird. Wollen wir es hoffen? Und wenn sie uns durchs Tor bringt, dann tut sie ihren Job. Tja, also... Eigentlich ist ja nur Serpentilio dann derjenige, der hier bekannt ist. Weil er ist ja als Magier angereist und wir anderen sind einfach normale Söldner. Oder Schriftgelehrte oder was auch immer. Ich bin Dichter. Aber Dichter, ja. Ja, genau. Nun, also, das klingt doch gut, wenn wir Einladungen haben. Tja, meint ihr jetzt, das ist eine Falle? Oder also sollten wir uns bei dieser Palastvisierer melden oder eben nicht? Mir ist es egal. Ich würde gerne aus dem Weg gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Aber mir fällt da noch etwas ein. Ich habe eine Möglichkeit, diese Täuschung ohne Probleme zu umgehen. Diamantes, zieh dich bitte erstmal an. Wir wollen los. Was? Wir wollen jetzt schon los? Ja, natürlich. Wenn die alle irgendwie im Drogenrausch kaputt sind, dann macht das ja auch keinen Sinn, dass wir dann noch gehen. Aber das doch der Damm nachts am meisten Sinn, dann schenkt uns niemand Aufmerksamkeit. Ja, na gut. Also wir wollen einfach nur im Pfauenpalast uns umsehen und mit keinen Gästen sprechen, weil die alle schon Illenblatt gekostet haben und Chiriacha und was auch immer. Gut. Ja, das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre nicht meine Aufgabe, mir darum Gedanken zu machen. Du bist doch der Offizier. Ich stehe hinter den Geschützen. Naja, jetzt offensichtlich nicht. Das heißt, du musst jetzt Entscheidungen treffen. Ja. Wir machen beides. Wir melden uns bei der Palastvisierer und ein anderer Teil sucht währenddessen den Schleier. Ich würde meine Wunde vorher schon gern versorgt wissen, sonst blute ich noch durch die Kleidung hindurch. Ja, also was Wunden angeht, bin ich jetzt nicht die optimale Ansprechperson. Kommt doch einmal her. Setz euch hier aufs Bett. Habt ihr Nadel und Faden? Wollt ihr zufällig da? Ja, natürlich. Ich würde mir erstmal die Wunde oberflächlich angucken. Anatomie. Das ist sowieso die Frage, wie viele Lebenspunkte hast du noch, Diamantes? Ich habe 20 Lebenspunkte. Wie viele Wunden? Eine Wunde am linken oder rechten Arm. Arme. Am rechten. Ich würde mir die Wunde erstmal angucken, Anatomie. Ist mir ganz gut gelungen mit 11 Punkten übrig. Anschließend weiß ich, ob jetzt eine Erleichterung kommt, Erschwerung, eine Heilkunde Wunden. Ich würde ihn mal zusammenflicken mit mehr weniger gesäuberten Nadel und Faden. Also wir haben wahrscheinlich auch noch so Alkohol oder Schnaps irgendwie im Zimmer, vermute ich mal. Und dann würde ich erstmal diese Nadel und Faden desinfizieren und ihn dann erstmal grob zusammennähen, seine Wunde wieder oder nachverbinden. Ja, das dauert eine Viertelstunde. Jo, wir haben mehr Zeit, oder? Wir haben sie Kneile. Richtig, wir wollten uns natürlich auf den Weg machen, aber ich denke, eine Viertelstunde können wir noch verkraften. Thema Regeln. Du bekommst eine Erschwernis von 3 wegen der Wunde. Und wahrscheinlich, weil du kein vernünftiges Wundbesteck hast, bekommst du dann nochmal eine Erschwernis von. Kommt drauf an, wenn man das als ganz abwesend bezeichnet, weil, aber du hast ja Nadel und Faden. Also muss Frost jetzt sagen, eine zusätzliche +3 oder +7. Dann komme ich nach Leichtung für meinen Rami? Ja, richtig, aber die Erschwernis ist zurück. Hast du auch gekauft oder nicht? Ich würfel einfach mal gucken, was bei rauskommt. Die Erschwernis ist ja wichtig. Du kriegst die halben Punkte deiner Anatomie rauf. Die Erschwernis ist wichtig, weil du auf die Hilfsprobe. In diesem Fall Anatomie, die Erschwernis ebenfalls raufbekommst. Ja, dann gehen wir mal nur von einer 3 Erschwernis aus wegen der Wunde. Dann hast du 8 Punkte über in Anatomie. Heißt, kriegst eine 4er Erleichterung auf die Heilkunde Wunden. Das heißt, du würfelst mit einer Erleichterung. Das sieht gut aus.